am Montag kaufen. Aber wiederum wollen vielleicht dann viele den bis dorthin kaufen. Gucken wir uns mal hier Cristiano an. Tschüss, Jungs. Ach du Scheiße. 1,9, ja, okay. Der gute Kylian Mbappé, was kostet der denn? Eine Mio, glatt, ist halt auch wild. Das ist halt auch nicht so verkehrt. Auch nicht so verkehrt. Da war einer zum Bieten. Was haben wir da mit Messi? Lionel Messi. Boah, krank, Jungs. Also da müssen wir auch mal dabei bleiben. In 18 Minuten. Erinnert, stellt sich mal einer bitte einen Timer so auf 15 Minuten. Auf Kandidatenliste, da liegt auch so bei einer, bei 900. Weil bieten können halt aktuell wirklich nicht viel, ne? Der liegt bei 900. Gehen wir mal auf CR7. Der sagt ja, da war auch einer zum Bieten da. Hier. Auch 20 Minuten. Setzen wir auch mal drauf. Bisschen gefettfingert hier. So, haben wir das auch mal noch drauf. Wen hätten wir noch? Wir können mal noch Neymar gucken. Neymar Junior. Auch wieder wild. Auch wieder wild. Aber auch, oh, 800k. Aber das, so hat eigentlich Neymar auch immer gekostet, so rum 800k in jedem FIFA. Ich denke, da geht halt auch nicht mehr so viel. Ich denke, der wird eher noch runtergehen, oder? Was meint ihr? So, jetzt gucken wir erstmal hier auf unsere Kandidatenliste. Kurz rausgehen wir auf die Kandidatenliste da, auf die. So, also hier sind wir noch höchstbietender. Oh, Messi wurde mir überboten. Ja, 140. Ich hab, also, nicht überboten, ich habe noch gar nicht geboten, aber steht bei 140. Oh, shit, Jungs. Ja, noch 7 Minuten, Jonas, dann merkt ihr mal. 5 Minuten noch. Bleibt dabei. Ja, 5 Minuten haben wir noch. Kann man noch 2, 3 Packs öffnen. Da sind wir auch noch höchstbietender. Digga. 900 kostet da. Was sagst du halt immer? Wo erkennt man das jetzt? Wo warst du da? Hä? Wie, was erkennt man was? Sind wir Höchstbietner noch? Wir haben nicht mal geboten. Ach so, ja, Digga, warum? Also, da frage ich mich manchmal, lost oder nicht lost, ne? Ja, Digga, ich war auf entspannt Kaffee mache. Ist halt auch gut, ne? Ich kauf beide. Ja, wenn du das kriegst, ne? Dann verneige ich mich aber. Okay, welcher? Safe LP Massive gerade am anderen Ende. Ah, bei dem haben wir noch einer gut. Dann muss ich ihn anrufen. Der thailändische Spatz. Okay, wie sieht's denn hier aus? Okay. Okay, wie ich das so analysiere, ne? Ja. Sind es mehrere? Gefühlt, glaube ich, 5 Stück, die dabei sind. Okay. Aber weil die wissen, dass ich Long Dong Silver bin. Ja, wir haben also wie Long Dong Silver oben auf unserem Aschezaun. Schluck das, ihr Hunde, Alter. Schluck das. Ja, schon drüber. Kriegen wir safe nicht. Boah, das sind echt einige aber auch dabei, ne? Ja, Mann. Ja, ich kenne die Grenze, ne? Krass, ja. Ich lasse noch ein bisschen Puffer. Aua. Jetzt springt. Na. Ah. Gut, vielleicht geht, aber ich glaube, einige ist schon die Puste ausgegangen. Aber einer ist noch stark dabei. Boah, fuck, nach dem Kaffee muss ich dann aber erstmal was anderes erledigen. Jetzt sind wir weg. Der Bastard. Alter, wird das jetzt crazy, wenn er dafür weglaufen wird? Ist es massive? Niemals. Nee, der geht. Der wird gepumpt. Ich sag, alle pumpen auf Messi und die vergessen Cristiano. Das wäre krass. Ja, wow, wir tüdeln uns hier in Ben ein für 200. Jetzt guck dir mal die Werte an von einem Ben Yedda und von einem Messi. Willst du noch irgendwas dazu sagen oder willst du aber die Klappe halten? Das kacken, mag ich gerade. Die machen hier auch Druck, ne? Kann ich dich ja kurz allein lassen, weil wir drückt sind, ja, richtig. Ich, gerne. Ich hab hier Optionen gerade. Da kann ich jetzt endlich mal auf die Toilette. Ich war heute den ganzen Tag noch nicht, ne? Das kann nicht sein. Ich war heute den ganzen Tag noch kein großes Geschäft erledigt. Digga, aber ich werde gerade ganz schön hart gefeilscht bei Messi. Ja, wir können nichts mehr machen. Scheiße, Digga, ich glaube, Messi wird eine enge Nummer, ne? Cristiano, sind sie auch gut dabei? Machen wir noch ein bisschen Druck. Ich sag, Messi wird. Digga! Die falsche schon bei Messi nur mit Tauis rum. Okay, eng. Boah, fuck. Okay, da sind noch ein paar dabei. Es sind noch ein paar dabei, Jungs.
Lass sie mal raus. Grindet ihr heute auch mal in ein Game rein? Ich glaube, Schnieke, sinnvoll ist es wirklich, wenn wir erstmal Packs halt ziehen. Uns mal, wir können uns mal so ein kleines Teamchen bauen noch, ne? Aber ich denke, heute soll wirklich der Fokus gelegt sein auf Packs, Packs, Packs. Weil jetzt können wir uns halt noch einen Vorsprung rausarbeiten. Ich geh mal kurz wieder hierher. Die bieten hier immer noch. Krass. Ja gut, der steht ja auch für 1,9 Millionen drin, so ein Ronaldo. Und der für 900 das günstigste. Oh ja, ich glaube, wäre nicht verkehrt, ja. Was safe, Digga. Ja, aber was gibt's denn aktuell den? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorge. Ja, wären wir die günstigsten, ne? Ja. Wären wir noch gut dabei. RTG-Teasy oder was da los? Oh, das wäre ein guter Preis. Ja, ich glaube, können wir zufrieden sein mit. Den anderen haben wir auch schon. Welchen anderen? Oder ist das der erste? Nee, wir, der erste. Ich würde aber, glaube ich, eher mal noch so einen Kanté dann mitnehmen vielleicht. Aber der ist ja zu teuer. Okay, den haben wir mal. Den haben wir. Das ist stabil, Digga. Ist Neymar schon da? Ja, ja, hab ich geguckt. Auch so 800. Aber ich glaube, so ein Neymar hat immer seine 800 gekostet, oder? Ja, Digga, der wird sogar teurer am Anfang. Sieht auch wuselig aus, ne? Gibt's halt schon oft, ne? 139 habe ich ihn gesehen. Sollen wir einen mitnehmen oder nicht? Was meint ihr, einen Kanté mitnehmen? Ben Baba Preis. Ben ist safe, Digga. Cappuccino. Oh, schön gesagt, Digga. Schön gesagt, fühle ich gerade. Wenn man FIFA 1 startet, bekommt man dann auch einen Code. Nee. Der wird 500k wert sein, wenn es richtig losgeht. Hier ist er für 139, direkt zum Sofortkaufen. Bieten ist keiner mehr da? Ja, nimm mit für 139, oder? Der ist weg. Mauritius Junior. Ich will den mitnehmen. Warum geht denn das eigentlich nicht mehr, Digga? Was denn? Dass man den Preis so hochfahren kann mit L1 R1. Gabriel Jesus ist auch immer gut für den Anfang. Erstmal ein guter Sparkling aufmache. Der ist halt auch echt günstig, ne, der Vater. Ja. Da könnte Mammut zuschlagen. Haben wir auch noch im Verein, ne? Ja, aber könnte man noch zuschlagen. Guck mal was rein. Was kostet der? Sehr geil. Den nehmen wir mit. Kanté ist für 135 weg. Die hammelt sich noch einer ab. Ja, alle davon. Mané, Salah haben letztes Jahr zuerst WL 300 bis 400k gekostet. Ja, safe geht der noch hoch. Safe geht ja noch hoch. Was ist denn der günstige Preis von dem? Ich kann bei Footbin gucken, oder? Hier ist einer für 36. Guck mal, ist sogar noch günstiger. Da bin ich sogar hoch, zu hoch gegangen. Oh, Ehre. Footbin geht doch gar nicht. Komm, kauf ich. Okay. Auch krass, oder? Guck mal da. Hoppla. Kauf ich. Ich kaufe sie jetzt alle. Ich geh rein, ja. Ob das mal sinnvoll, aber das ist safe. Digga, die sind so günstig. Eigentlich, Digga, die werden so, der wird so hoch gehen, der hat so krasse Werte. Gut, lang erstmal. Ja, ne? Ja, es reicht. Haben es wir reicht. 6 Stück jetzt von denen. Ja, dass wir ein bisschen Puffer haben. Aber ich sag auch, Digga, gerade für am Anfang, so, der wird, denke ich, bestimmt seine so 100, denke ich, wieder gehen, ne? Safe. Dann haben wir, guck mal, haben wir jetzt hier Joe Gomez, was machen wir mit denen? I'm early, die können wir einfach mal alle anbieten. Gucken wir mal noch einen Salah, ob wir da noch ein Schnäppchen schießen können. Da mal kurz Real Talk in die Runde. Das war sowas von die richtige Entscheidung. Mies richtig. Timo war ja immer so ein bisschen ich weiß nicht, auf Monitor und ich weiß es nicht, soll man das machen? Aber ich glaube mittlerweile ist auch er angekommen. Die Farben sehen so baba aus. Nehmen wir mit, habe ich mitgenommen, ne? Ja, sehr stark, sehr stark. Jetzt haben wir noch 47, jetzt müssen wir wieder reinhasseln. Aber... Oh, chill, Bro. Okay, El Nino, dann gut Nächtle. Haben wir mitgenommen, 100. Ja, ja. Der wird safe teurer, safe. Digga. Mo Salah wird safe teurer. Wir gucken mal kurz Pogba, wobei der Schmutz ist. Also gespielt so in der Beta war Schmutz. Ah, das ist echt Schmutz. Scheiße, ja. Boah, aber der wird ja auch safe teurer, safe. Digga. Pogba wird doch safe teurer wie 85. Ja, safe. Na. Jungs, der wird doch... Safe, Digga, safe. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, dann müssen wir gucken, dass man dann... Stell doch mal ein paar Sachen drauf und mal die Transferliste voll, dass wir uns dann so Spieler mitnehmen können. Nicht direkt Sonntag verkaufen, okay?